Hallihallo, ich bin's, Gabi, da sitzt dort. Ich bin in Mürsdorf gelandet. Ich hatte mir vorgenommen, zur Hängebrücke zu fahren und über die Hängebrücke zu laufen. Wir müssen aber erstmal 2 Kilometer laufen, bevor wir an die Hängebrücke kommen. 1,8, ja. Und wir haben jetzt das Auto abgestellt. Und stärken uns erst nochmal. Warte, Kaffee, mein Kaffee. Mit Kaffee und Wasser. Ja, und dann versuchen wir zu laufen. Und wenn wir das dann geschafft haben. Also, ich kann nicht versprechen, dass ich drüber gehe. Doch. Also, ich habe mir aber schon eine Belohnung gekauft. Und zwar so einen kleinen Pin. Ne? Hier. Ich bin drüber. Wenn ich es schaffe, kann ich mir den anmachen, aber ich muss erstmal drüber. Ich muss erstmal da drüber. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ja, das gut. Machst du mit links. Ja. Oh, also ich habe aber Angst. Ich habe wirklich Angst. Ich habe richtige Angst. Gut, bis dann. So, nun haben wir es geschafft auf die Brücke. Naja. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe keine Angst. Ich habe übelst einen Schiss, hier rüber zu gehen. Aber ich muss. Ich werde mal losgehen. Oh, das schwankt ganz schön. Also meine Begleitung hat aufgegeben mit Mutzi. Das schwankt zu sehr. Das schwankt ganz schön. Aber ich versuch's. Das schwankt ganz schön, ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Hilfe! Nee. Naja. Ein bisschen in der Mitte gehen. Aber nach unten darf man nicht gucken. Nach unten. So, ich hab's geschafft, ja, das kann ich jetzt tragen. Naja, es war ganz schön anstrengend, aber gar nicht so schlimm, wie man eigentlich dachte. Man muss sich nur einfach trauen, einfach los, gar nicht groß drüber nachdenken, dann geht's eigentlich. Ja. So, ich bin jetzt auf dem Rückweg zum Stellplatz. Noch 2,7 Kilometer. Ich bin mehr tot als lebendig, Mensch. Ich bin doch sonst eine stinkend faule Socke. Ich habe mich heute selber übertroffen und staune eigentlich selber. Wenn man was will, was das schafft man eigentlich auch, ja. Naja, aber ich bin mächtig kaputt. Aber ich werde es schon schaffen. Ja, auf jeden Fall ist das hier echt, das ist eine Reise wert. Also muss ich sagen, sehr schön, die Hängebrücke. Ja, aber man muss gut zu Fuß sein. Ja, gut zu Fuß nicht. Manche rennen jeden Tag 10 Kilometer oder 20, dann ist das natürlich ein Klacks hier, ja. Aber ist schon nicht schlecht, die ist schon ein Erlebnis und eigentlich schlimm war es nicht. So, das Laufen fand ich jetzt schlimmer wie die Hängebrücke. Ja, naja. Ja, ich wollte euch nochmal den Stellplatz zeigen von Mürsdorf. Naja, ist nicht gescheit. Der heißt in der Breitwies. Und Entsorgung scheint hier nicht zu sein. Aber man kann stehen. Toiletten gehen auch nicht oft, kann man Geld reinschmeißen. Aber, naja, was soll's. So, wir sind von unserer Wanderung zurück. Pritsche Brät, also total geschafft.
Naja, aber es war schön. Es war wirklich sehenswert. Und sollte euch das Video gefallen haben, Daumen nach oben, abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.